die ganze Entwicklung unter Einbeziehung von Datenübertragung, Ausnutzung künstlicher Intelligenz wird dazu führen, dass die Krankenhäuser sich komplett in der Funktion ändern werden. Es wird auf jeden Fall noch unpersönlicher, als es jetzt ist. There are many articles which where I have read like robots coming into picture. Ich glaube, im Jahr 2030 könnte es kleine Roboter geben, die den Patienten Medikamente bringen, den Wasser bringen. Give them a call and the doctor calls you back. Or even with the app. So you leave a message and they just come back to you and send your prescriptions to the pharmacy. Ich glaube nicht, dass es viel anders aussieht. An Krankenhäusern stört mich, dass die Hygiene nicht ausreichend ist. Die Mitarbeiter sind, man sieht das manchmal, sie sind überfordert. Besser ausgebildetes Pflegepersonal, mehr Pflegepersonal und sie sollten auch besser verdienen für das, was sie tun. Es gibt unterschiedliche auch Untersuchungen, das wird dann nicht gemacht, weil es gibt eine so lange Warteliste, dann ist es zu spät. Mein eigentlicher Ansprechpartner, der ist für mich kaum greifbar. Ein Mensch braucht schon auch persönlichen Kontakt, das kann der Roboter nicht machen. Die Digitalisierung ist primär keine Gefahr, aber wie man damit umgeht, wie man das benutzt, wann man abschalten kann und so weiter, das ist sicherlich ein Problem. Sadly, I think that most of the public healthcare will be privatized. Therefore, I think that we are going backwards. Wenn die Verwaltung digitalisiert wird, hätten die Schwestern und Ärzte auch wieder mehr Zeit für die Patienten im Krankenhaus. Menschen machen auch viele Fehler und wenn solche Roboter, nennen wir sie jetzt mal, unterstützend wirken können, könnte ich mir das gut vorstellen.